Thank you.
fragen, rufst du mich heraus? Wenn Glaube schwindet, Hoffnung endet, bleibst du mein Zuhause? Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheide mich, ich vertraue auf dich. Du lässt mich nicht im Stich, du lässt mich nicht im Stich. Deine Liebe hält mich, lässt mich nie los. Sie bleibt bei mir, halt in mir wie ein Echo. Lässt mich nie los. Sie bleibt bei mir, halt in mir wie ein Echo, wie ein Echo. Zu allen Zeiten wird mich begleiten, was du mir versprichst. Was du geplant hast, das wird geschehen. Willkommen zum Jahresabschlussgottesdienst hier in der Johann-Gerhard-Onken-Gemeinde. Schön, dass du da bist. Ein Bibelvers, der heute in der Tageslosung ist, verbindet wunderbar die Christfestbar und den heutigen Gottesdienst. Er lautet: Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Dieser Satz aus der Bibel steht im Psalm 40, Vers 5. Während der Christfestbar haben wir uns mit der begründeten Hoffnung beschäftigt. Der Hoffnung, Gott kommt in Jesus auf die Welt. Er ist uns nah. Er ist da, gestern, heute und morgen. Dieser gegenwärtige Gott ist heute bei Ihnen, bei dir, dort, wo du bist. Ob im Seniorenheim, bei der Arbeit, im Kreis der Familie oder alleine, Gott ist da. Und mit diesem lebendigen Gott möchte ich reden. Ich bete und ich lade dich, ich lade Sie dazu ein, sich mit einzuklinken. Wenn es Ihnen gut tut, falten Sie die Hände oder strecken Sie sie aus. Das, was Ihnen gut tut, Gott hat versprochen, dass er Gebet hört. Ich bete. Du dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass wir von Weihnachten her kommend diese Hoffnung in uns tragen. Du bist da, du bist gegenwärtig. Danke dafür, dass du reden wirst, dass du versprochen hast, dass du da bist. Danke, dass wir deiner Zusage Vertrauen schenken dürfen. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Du bist es, der redet. Wir bitten dich heute, dass du unsere Herzen
und unsere Ohren für das öffnest, was du uns sagen möchtest. Berühre du uns. Wir danken dir dafür, dass dieser Gottesdienst zu deiner Ehre stattfinden kann. Dass das, was gesagt und was gesungen wird, dir zur Ehre stattfindet. Du bist groß und du bist gegenwärtig. Gestern, heute und morgen. Danke dafür. Amen. Heute am letzten Sonntag in diesem Jahr 2020 wollen wir Rückschau halten. Schauen, wo sind Gottes Fußspuren in deinem und in meinem Leben zu erkennen in diesem Jahr? Welche Erlebnisse haben dich geprägt? Und ihr kennt es schon von der Christvesper. Ihr habt die Möglichkeit, mitzumachen, teilzunehmen an diesem Gottesdienst ganz aktiv und uns mit hineinzunehmen in euren Alltag. Wir haben uns einen Satz überlegt, der kurz und knapp ist und doch Ergänzung braucht. Das Jahr 2020 war für mich... Ja, und jetzt kommt ihr. Das Jahr 2020 war für mich. Ihr habt Zeit, jetzt über diesen Gedanken nachzudenken und das Ganze in eine SMS zu verpacken. Die eingeblendete Telefonnummer ist den gesamten Gottesdienst über freigeschaltet. Und die Antworten, die Ergänzung dieses Satzes, das Jahr 2020 war für mich, sie werden im Laufe des Gottesdienstes vorgelesen. Natürlich anonym und im Nachhinein werden die Telefonnummern gelöscht. Ich freue mich darauf, die Antworten zu hören und bin gespannt, wo Gottes Fußspuren vielleicht in ihrem, in deinem Leben zu entdecken sind. Die Predigt heute wird Pastor Frank-Erik Müller halten und ich freue mich, dass wir mit euch als Band jetzt gemeinsam singen dürfen. Every Day. Herzliche Einladung, zu Hause mitzusingen. Just how much you mean to me now that you have saved me, no, give up.
Es gibt Zeiten im Leben, die sind ja gar nicht so einfach. Zum Beispiel dann, wenn man vor wichtigen Entscheidungen steht. Es ist so, als ob man vor einer Schwelle steht und sich die Frage stellt, gehe ich durch diese Tür oder nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Links oder rechts? Ja, es gibt in unserem Leben diese Schwellenzeiten, Übergangszeiten, Zwischenzeiten und Zeiten. Es ist wie das Zögern beim ersten Sprung eines Kindes vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad. Die Reaktionen liegen zwischen, boah, der traut sich was, bis, ui, ist das ein Feigling. Das Problem für uns Erwachsene ist, dass es oftmals nicht so eindeutig ist wie dieses, springe ich vom 3-Meter-Brett, ja oder nein. Natürlich gibt es Situationen in deinem und meinem Leben, die sind einfach zu entscheiden. Eindeutig sind sie. Und zugleich aber gibt es Situationen, da fällt es uns schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil diese Entscheidung verbunden ist mit Fragen, mit Zweifeln, mit Verunsicherung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Mann, der im Markus-Evangelium diese Worte spricht, ist ein Mensch, der vor einer solchen schwierigen Entscheidung steht. Er steht vor einer Schwelle. Er steht vor einer grundlegenden Entscheidung in seinem Leben. Sein Sohn, er ist krank, schwer krank, schon von Kindesbeinen an. Und diese Krankheit des Sohnes hat tödliche Macht über ihn. Wie verzweifelt dieser Vater ist, von dem Markus in seinem Evangelium spricht, wie er verzweifelt gewesen sein muss, das kann der ermessen, der selbst einen lieben Menschen in seinem Leben hat, um den er bangt. Und wenn es da keine Hilfe gibt, wenn es da zu Ende zu sein scheint, wie fürchterlich ist diese Situation? So ist das Leben dieses Mannes mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn. Der Junge beherrscht, so steht es in diesem Text, von einem stummen Geist. Wir würden heute sagen, eine Form der Epilepsie, der ihn zu Boden reißt, Schaum vor dem Mund, Zähne knirschend, Erstarrung in seinem Leben. Dieser Geist treibt ihn ins Feuer und ins Wasser und seit Jahren geht diese Familie durch die Hölle. Und dann hat er alles versucht, was man halt so tun kann. Hausmittelchen, die guten Ratschläge von der Familie oder von Nachbarn. Und jetzt, so berichtet das Markus-Evangelium, setzt dieser Vater alles auf eine Karte. Es ist wie der Sprung vom 3-Meter-Brett. Soll ich oder soll ich nicht? Er erwartet von Jesus, was ihm bisher niemand geben konnte, dass eben sein krankes Kind gesund wird, das ist seine ganze Hoffnung. Und trotzdem oder gerade deshalb macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube, wirft Jesus sein Durcheinander vor die Füße und spricht diesen Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das Schwanken zwischen Verzweiflung und Hoffen, zwischen Angst und Zuversicht, zwischen Aufgeben und Kämpfen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so Markus 9, Vers 24. Und ich habe den Eindruck, hier wird etwas Grundlegendes, Grundsätzliches über den Glauben gesagt, über das Wesen des Glaubens. Glaube kann auf der einen Seite sehr einfach sein, klar und stimmig, ohne Zweifel. Und gleichzeitig lese ich in diesem Satz, dass Glaube aber auch ganz paradox sein kann und auch darf. Einerseits der Glaube im Sinne von Hoffen, dass es gut wird, dass Gott eben helfen kann, und gleichzeitig dabei Zweifel zu haben und die Fragen, ob das überhaupt geht. Glaube. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wer so seufzt, wer so schreit, greift nach einer Hand, die halten soll, ohne zu wissen, ob sie hält. Wer so ruft, wer sich so hineinwagt in den Glauben, der sucht nach dem Grund, der tragen soll, ohne zu wissen, ob dieser Grund wirklich trägt.
Wie viele von uns mögen das am Ende eines zu Ende gehenden Jahres auch erlebt haben in diesem Jahr? Wie viele mögen es tun auf der Schwelle zu einem neuen Jahr? Und das Jahr, das hinter uns liegt, hat es in sich. Es hat uns viel abverlangt, unser Miteinander auf die Probe gestellt. Der mächtigste Mann der Welt, ein rebellisches Kind im Körper eines Erwachsenen. Wir alle in der Schuldenfalle. Ich nehme die Wahl an, ein wunderbarer Satz, aber aus dem Munde des FDP-Fraktionschefs Kämmerich klang er zynisch. Polizisten, bei denen es einem nicht nur die Sprache verschlägt, sondern bei dem auch noch der Atem ausgeht. Black Lives Matter. Wirecard-Skandal, Lufthansa-Zuschlag, Höhenflug von Tesla, Terror von rechts, Terror durch Islamisten, Terror durch Fake News, der Brexit, vergiss es. Flüchtlinge in Not, Korruption im Fußball, Missbrauch in der Kirche. Ja, und dann war da noch dieses Virus. Wie heißt es noch gleich? Der Jahresrückblick lässt grüßen. Was für ein furchtbares Jahr. Das höre ich viele sagen und ich sage es mir selber manchmal auch. Und bei allen, die es sagen, stecken ja zuerst ganz persönliche Erfahrungen dahinter. Da gab es auch im Raum unserer Gemeinde, unserer Kirchengemeinde, schwere Krankheiten. Tod im engsten Umfeld der Familie, massive finanzielle Einbußen, Verlust von Arbeit, Lebensfreude und Wohlstand. Manche scheinbare Sicherheiten sind sehr, sehr stark ins Wanken geraten. Und wie gefährdet und wie zerbrechlich unser Leben ist, wie kostbar jeder einzelne Tag. Ich denke, wir alle haben eine Ahnung davon bekommen, was das bedeutet. Immer mehr beginnt zu bröckeln, so habe ich den Eindruck, was eigentlich selbstverständlich schien. Anstand und Respekt, Demokratie und Freiheit, verlässliche Jahreszeiten und gesunde Lebensgrundlagen, Grundvereinbarungen wie Achtung der menschlichen Würde, Schutz der Schwachen, Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit, ja, da kann einem der Glauben schon abhanden kommen. Und der berühmte Sprung in den Glauben, der bleibt aus. Ich hatte manchmal den Eindruck, wir stehen irgendwie wie der Erstklässler auf dem 3-Meter-Brett mit der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und damit meine ich diesen Sprung in den Glauben. Da gab es auf einmal keine Gemeinschaft der Gläubigen mehr. Kirche hat sich massiv verändert. Allein zu sein, ohne die anderen, zu Hause, allein mit dem eigenen Glauben, allein mit Gott. Begegnungen, Gemeinschaft, das, was Gemeinde und Kirche eigentlich ausmacht, musste völlig anders organisiert werden, auch heute hier in diesem Gottesdienst. Da standen Menschen vor der Situation, zu Hause bleiben zu müssen, konfrontiert mit der Frage, trägt mein Glaube überhaupt noch? Und was passiert mit meinem Glauben, wenn ich so ganz allein gelassen werde? Machen wir es doch wie der Vater in dieser Geschichte. Wir treten vor Jesus, wie der Vater, mit seinem todkranken Kind, stehen da mit all dem, was dieses Jahr für uns bedeutet hat, stehen da mit all dem, was wir mit hineinnehmen in das neue Jahr, mit dem ganzen Glück der Bewahrung, mit den schönen Tagen, aber auch mit der Trauer, mit der Traurigkeit, mit allerlei Fragen, mit Wut und Schmerz. Und wir sagen es Jesus einfach mitten ins Gesicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht erschrickst du selbst bei diesem Satz, ich glaube, weil du ihn zum ersten Mal sagst. Womöglich kostet es andererseits Überwindung, den eigenen Unglauben auszusprechen. Und wir merken, diese grundsätzliche Art, hier über diesen Glauben zu reden, dass er nicht immer einfach ist, sondern auch paradox sein darf, kann verunsichern, ja. Folgt man der Erzählung des Markus-Evangeliums, dann ist es gerade dieser glaubende Unglaube, dieser ungläubige Glaube, der sprichwörtlich Berge versetzt.
weil er sich ganz dem Vertrauen zu Gott ausliefert. Gerade dieser Glaube ist es, der nichts mehr hat, nichts mehr leisten kann, nichts bringt, nichts Eigenes und von Gott doch alles erwartet. Der Vater wagt den Sprung in den Glauben, obwohl er zweifelt. Er vertraut, obwohl er unsicher ist. Er glaubt, obwohl ungläubige Gedanken bei ihm sind. Und dieses Obwohl des Glaubens ist der Mut des Glaubens. Die Jahreslosung 2020 war niemals die Garantie dafür, dass es eine automatische Gebetserhörung gibt, wie es auch beim Gebet niemals eine Wunscherfüllung gibt. Aber die Kraft, ganz Gott zu vertrauen, die Bitte um sein Erbarmen verändert das Leben. Und diese Kraft hilft dir und hilft mir, unsere ganze Existenz in Gottes Hand zu legen. Und diese Kraft ermöglicht es uns, barmherzig zu sein, mit uns, mit anderen, weil Gott mit uns barmherzig ist und weil wir um sein Erbarmen bitten können. Vielleicht ist dieser Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, nicht nur ein guter Satz gewesen für das Jahr 2020. Vielleicht ist dieser Satz ein Wegbegleiter für dich, auch im neuen Jahr, von dem wir vermuten können, dass es immer wieder auch solche Situationen gibt, wo wir glauben wollen, aber da doch diese Zweifel sind, wie gut, dass unser Glaube auch diese Dimension haben darf. Wag diesen Sprung in den Glauben, auch im neuen Jahr. Amen. Thank you.
Das Jahr 2020, es war ein besonderes Jahr. Wir haben im Vorfeld Menschen gefragt, wie war dein Jahr 2020? Menschen aus der Gemeinde. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt einen Film schauen können, einen kurzen Film, in dem diese Frage beantwortet wird. Der Satz ergänzt wird, mein Jahr 2020 war. Danach werde ich die eingegangenen Nachrichten vorlesen. Und Sie haben noch die Gelegenheit, mitzumachen und uns eine SMS zu schicken. Jetzt aber erst einmal die Antworten. Das Jahr 2020 war für mich aus der Onkengemeinde. Das Jahr 2020 war für mich ein Jahr der Entschleunigung und der Besinnung auf die Dinge, die mir wichtig sind. Meine Familie, mein Glaube und auch die Gesundheit. Ja, das Jahr 2020 war für mich, wie wahrscheinlich für alle von uns, eine große Herausforderung, aber auch ein Jahr neuer Perspektiven. Lange Spaziergänge und Fahrradtouren während der Kurzarbeitszeit haben mich Hamburg wieder neu entdecken lassen und das war sehr schön. Das Jahr hat mir zwar finanzielle Einbußen gebracht, was das Gehalt und Altersvorsorge angeht, aber auf der anderen Seite habe ich auch Zeit geschenkt bekommen. Und das ist eine schöne Erfahrung, mal mehr Zeit wieder zu haben. Ich bin traurig über die vielen Toten und sehr dankbar, dass ich nicht krank geworden bin. 2020 wirft viele Fragen auf. Wann wird es wieder normal? Wird es wieder normal? Aber es macht auch Hoffnung darauf, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft wieder neu begriffen haben, was wirklich wichtig ist. Unsere Familie, unser Glaube, unsere Gesundheit, unsere Gemeinschaft. Wir haben jetzt die Chance, wieder neue Prioritäten zu setzen. Solidarität und Gemeinsinn statt Egoismus und grenzenlosem Wachstumsstreben. Ich hoffe auf ein Jahr 2021, in dem wir klüger, verantwortungsvoller und liebevoller miteinander und mit dem Planeten umgehen lernen. 2020 war für mich entspannt als Jahresrückblick. Insgesamt war es am Anfang des Jahres sehr aufwühlend, da ich mit dem Hund eine größere OP machen musste, was natürlich auch irgendwie für alle belastend war. Aber Gott sei Dank hat alles gut geklappt und wir sind alle gesund. Und aufgrund von Corona konnte ich beruflich nicht reisen und war zu Hause, was ich wirklich genossen habe, weil ich mich um meine ganzen Hobbys kümmern konnte. Ich konnte den Sommer richtig genießen und ja, ich bin für dieses Jahr total dankbar, weil es so entspannt war und ich mal richtig runterkommen konnte. Das war einfach richtig, richtig toll und richtig schön. Guter Begegnungen und neuer Erfahrungen. Gott sei Dank dafür. Das Jahr 2020 war für mich das größte Geschenk durch die Geburt unserer gesunden und süßen Tochter. Das Jahr 2020 war für mich eine Herausforderung. Persönlich bezüglich der Pandemie, aber auch sehr erfolgreich. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und eine gute Arbeitsstelle gefunden. Danke dafür, Herr. 2020, ein Jahr, in das der sich schließenden Türen und gleichzeitig wurden viele Türen an anderer Stelle geöffnet. Das Jahr 2020 war für mich im Januar entspannt, im März anstrengend, im Frühjahr und Sommer unsicher und fordernd, weil man sich immer wieder neu auf Gegebenheiten einstellen musste. Trotzdem bin ich Gott dankbar, dass wir so gut durch das Jahr gekommen sind und gesund geblieben sind.
Das Jahr 2020 war für mich ein Jahr voller Segen. Wir als Familie haben immer wieder Bewahrung erlebt und Gottes Güte erfahren. Hier in der Gemeinde, da hat sich auch einiges getan. Im Jahr 2020 konnten wir diesen Raum umgestalten. Und ich persönlich bin unglaublich dankbar für ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich hier unglaublich engagiert haben, dass das möglich ist. Das Jahr 2020. Wir sehen und hören mehr Stimmen aus der Onkengemeinde. Hallo, liebe Gemeinde. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende zu und uns wird die Frage gestellt, was das Jahr 2020 für uns war. Und mir fiel diese Frage tatsächlich relativ einfach. Ich habe mich schon die ganze Zeit damit beschäftigt, was das Jahr für mich bringt oder auch für uns bringt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es als ein total schönes Jahr empfand. Ich muss dazu sagen, ich bin 23 Jahre alt, ich bin noch relativ jung und habe keine Familie zu ernähren. Ich bin angestellt. Ich wurde in Kurzarbeit geschickt, das Geld reichte, das heißt, mich schlag es nicht so hart sozusagen. Ich bin nicht vorerkrankt, ich konnte das Beste daraus machen und deswegen spreche ich nur für mich. Aber ich fand es total schön, wie man sich auf einmal mit sich selbst ganz doll beschäftigen musste und ganz viel reflektieren musste. Und ich fand es auch schön zu sehen, wie man miteinander sich helfen kann und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und sich den Gedanken zu machen, was wirklich wichtig ist in diesem Leben. Und zwar nicht ständig nur an sich zu denken, sondern Leute zu schützen, die nicht so viel Kraft haben und die vielleicht etwas älter sind oder eine Vorerkrankung haben. Und ich fand es total wunderbar zu sehen, dass diese Menschen auf dieser Welt dazu in der Lage waren, das zu machen und sich wirklich teilweise zusammenzureißen. Und ich fand es schön zu sehen, dass es geklappt hat. Und für mich ist das Jahr 2020 ein Jahr der Reflexion und einfach der Entschleunigung vor allen Dingen. Man musste sich mit sich selbst beschäftigen und das habe ich ganz gut hinbekommen. Mir ganz schnell Gedanken zu Themen gemacht, sich selbst auch aushalten, ist meiner Meinung nach auch nicht das Allerleichteste. Und ich fand es schön, dass man in diesem Jahr dazu gezwungen war. Und dieses Beat vom Leben, es rauscht ja an einem vorbei, dass es mal rausgenommen worden ist sozusagen, dass man richtig dazu gezwungen war, zu entschleunigen. Ja, ich fand es sehr schön, das Jahr 2020. Ich hoffe, wir haben alle irgendwie ein Stück weit für uns selbst daraus gelernt und dass wir so noch ein bisschen weitermachen und das Beste daraus ziehen sozusagen. Und ich gucke gerne auf die Zeit zurück und sage, es war schön, das mal erlebt zu haben und auch zu sehen, zu was man einfach in der Lage gemeinsam ist. Bleibt gesund und genießt die letzten Tage des Jahres. Und ja, alles Gute. Bis bald hoffentlich. Ja, das Jahr 2020. Es wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Und die Herausforderungen sind ja auch noch nicht vorbei. Die Suche nach Hoffnung fällt dabei nicht immer leicht, auch mir nicht. Dabei ist es mir ein Trost, dass unser Schöpfer uns Vernunft mit auf den Weg gegeben hat. Und damit, im Prinzip jedenfalls, und damit verbinde ich die Hoffnung, dass noch mehr Menschen als bisher schon diese Vernunft in sich entdecken. Denn je umsichtiger und solidarischer wir miteinander umgehen, desto schneller wird der Spuk vorbei sein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein besseres 2021, als es 2020 war. Tschüss. Ja, er ist schon im Jahr 2021 uns ein paar Tage voraus. Wie gut zu wissen, wir kommen in ein von ihm gestaltetes Jahr. Ich möchte beten für die Menschen, die wir gerade gehört haben, aber auch für dich, für sie ganz persönlich, dass sie Gott im kommenden Jahr erleben. Ich bete. Gott Vater, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass dieses
Fragen und Zweifeln, dieses Glauben und dieser Unglaube, der in uns ist, dass der sein darf. Wir danken dir dafür, Jesus, dass wir dir unseren Unglauben und unseren Glauben entgegenrufen können. Wir danken dir dafür, dass du da bist. Danke dafür für viele Menschen, die das in diesem Jahr erleben durften, dass du in Krisen dabei warst, in ganz persönlichen Krisen, aber auch als diese ganzen schlechten und negativen Nachrichten über uns hereingebrochen sind. Danke für Bewahrung, für Kinder, die geboren wurden, für Trost in Trauer. Danke dafür, dass du derjenige bist, der immer mit dabei war. Wir danken dir dafür, dass das auch im kommenden Jahr so sein wird, dass du da bist. Wir bitten dich darum, dass wir in der Reflexion über das Jahr 2020 und auch im Vorausschauen in das neue Jahr erleben, dass du uns begleitest. Wir bitten dich, dass wir dich näher kennenlernen, deine Größe mehr und mehr verstehen und sie in unserem Alltag Raum gewinnt. Danke dafür, dass du dich finden lässt, wenn wir suchen. Und wir bitten dich, dass wir uns auf den Weg machen, in diesen Glauben hinein, der Zweifel und Fragen zulässt, aber der zu dir führt. Wir danken dir dafür, dass wir das erleben konnten und erleben werden. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Dietrich Bonhoeffer hat das Lied geschrieben in einer Zeit, die nicht nur schlechte Nachrichten hatte, sondern eine Zeit, die wirklich an Grenzen gebracht hat. In dieser Zeit, bei allen Fragen und bei allen Zweifeln, bei allem Glauben und Unglauben, das sagen zu dürfen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir hören dieses Lied.
Passiert ist, möchte ich dir auch für das Gute danken. Ich danke dir für die Menschen, die jeden Tag aufs Neue gegen die Pandemie kämpfen. Ich danke dir für die Pflegekräfte, die Ärzte, die Wissenschaftler, die Paketboten, die Verkäufer im Supermarkt und die ganzen anderen Menschen, die ich jetzt nicht nennen kann. Ich danke dir für die Solidarität und das ganze gegenseitige Unterstützen, was ich in diesem Jahr immer wieder aufs Neue entdecken konnte. Und so möchte ich nun das neue Jahr auch in deine Hände legen. Segne uns und gib uns Hoffnung. Gib uns Gesundheit, Mut und die Kraft, die wir brauchen. Zeig uns immer wieder, dass du da bist, am Morgen und am Abend, und zwar jeden Tag aufs Neue. Ist mit uns am Abend und am Morgen.
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das wünschen wir allen. Aber ganz besonders den Geburtstagskindern der vergangenen Woche. Wir wünschen euch, dass ihr diesen Gott jeden neuen Tag erlebt und Mut fasst für das Heute und für das Morgen. Mut und Hoffnung, das soll auch Brot für die Welt und deren Partner Kindern vermitteln. Kindern schenken, die aufgrund von Armut nicht zur Schule gehen können. Während der Christfestbar haben wir bereits für das Projekt von Brot für die Welt dieses Jahr für die Philippinen gesammelt. Und wir wollen es auch heute tun. Hoffnung schenken. Schule statt Arbeit. Wir sehen einen Film von Brot für die Welt. Auch wenn Kinderarbeit eigentlich verboten ist, die bittere Armut der Menschen auf den Philippinen führt dazu, dass jede fünfte Familie zum Überleben auf die Arbeit ihrer Kinder angewiesen ist. Auch Glendalyn Oxinia musste einst die Schule abbrechen, um auf den Zuckerrohrfeldern zu arbeiten. Am Anfang bin ich parallel dazu noch zur Schule gegangen, aber die Armut hat mich zum Abbruch gezwungen. Die Schule war zu weit entfernt und der Transport dorthin zu teuer. Heute arbeitet sie als Dozentin für unsere Partnerorganisation und betreut Jugendliche dabei, ihren Abschluss nachholen zu können. Ich bin dankbar dafür, dass ich für die Schüler nun ein Vorbild sein und sie motivieren kann, einen Schulabschluss zu machen. Die 24-Jährige weiß, wovon sie spricht, denn der Förderunterricht markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben. Gemeinsam arbeiten wir dafür, dass die Kinder eine Chance auf ein besseres Leben haben. Spenden auch sie für die Zukunft der Kinder. Danke. Schule statt Arbeit. Wir sind fast am Ende dieses Jahresabschlussgottesdienstes angekommen. Es bleibt uns die herzliche Einladung, am kommenden Sonntag den ersten Gottesdienst 2021 gemeinsam mit uns zu erleben. Wieder um 10.30 Uhr hier aus der Grindelallee in Hamburg. Der erste Gottesdienst wird ein Abendmahlsgottesdienst sein. Ein Gottesdienst, in dem wir uns auch darauf besinnen, dass Jesus da ist, das, was er für uns getan hat und dass er wiederkommen wird. Herzliche Einladung zum kommenden Sonntag. Pastor Frank-Erik Müller wird uns den Segen zusprechen. Und im Anschluss hören wir das Lied Der Herr segne dich. Noch einmal von euch beiden vielen lieben Dank. Mir bleibt an dieser Stelle Ihnen ein gesegnetes Jahr 2021 zu wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald unter guten Umständen hier wiedersehen werden. Gott segne uns und Gott behüte uns. Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten für andere. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest im Glauben, dass das Leben lebendiger ist als der Tod. Gott segne dich am Ende dieses Jahres und Gott segne dich am Beginn eines neuen. Amen.